Dann eben so. Das sind ja ganz viele kleine. Was macht der Hund eigentlich? Ich weiß es nicht. Schrecke in verschossen, der passt. Moment, ich will doch da irgendwie hoch zu dem Herzcontainer. Mist, wie komme ich da jetzt hin? Ich glaube, da muss ich mich geschickt durchkämpfen. Okay, erstmal die Maschinenpistole hochleveln. Die scheint mir mächtiger zu sein. Ach verdammt, das ist so ein Viech aus dem Sand. Das ist töten? Ja. Auch wenn das natürlich Levels kostet. Ja, mit dir. Euch kriege ich. Hierher zu mir. Ups, ich bin tot. Na gut, nochmal. Da habe ich Mist gebaut. Ich habe voll nicht auf die Lebensenergie geachtet. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich da gleich aufpassen muss mit dem Herzcontainer. Und die Munition füllt sich doch nicht ganz so schnell auf. Die war gerade auch fast zur Neige gegangen. Also, ich möchte hier oben bleiben, bitte. Und ich will natürlich da drüben möglichst nur den Gegner treffen. So viel dazu. So ist das fein. Immer noch nur Level 1. Wow. So sollte das gehen. Jetzt hier rüber. Genau. Und dann hier hoch. Und rein. Wunderbar. Ja, noch mehr Leben. Gerade waren es, weiß nicht. Jetzt plus 5, 31, gerade waren es 26. Und die Erfahrung will ich für die Maschinenpistole. Ich will wissen, was die Maschinenpistole auf Level. Hä? Warst du nicht gerade auf der anderen Seite? Was zur Hölle? Warum? Hab ich dich? Kann man die überhaupt töten? Ich weiß es nicht. Ich muss aber aufpassen, immer noch einen Lebenspunkt. Ich sollte besser nicht mehr auf den Sand springen. Na komm. Das kann ich eine kleine Plattform machen, damit ich auch überspringen kann. Ich wollte nicht in den Sand runter. Verdammt. Okay, letzter Versuch. Letzter Versuch. Diesmal werde ich nicht auf den Sand runterspringen. Ich nehme ab sofort einfach an, dass man diese Sandmonster nicht besiegen kann. Dass sie eben nicht immer an derselben Stelle kommen. Versuch macht klug. Die Lebenskapsel hätte ich gerne. Ups. Nein! Jetzt kommt wieder hoch. Ich will nicht darüber schießen. So ist gut. Boah, sind es viele. Da oben gerade Stacheln. Oder habe ich mir das eingebildet? Nein, habe ich mir eingebildet. Okay, ich würde jetzt gerne auf dieser Seite nach oben. Da komme ich hin. Damit ich nicht sofort da drüben bei dem anderen Viech bin. Oh, schön. Eine Lebenskapsel. So, und jetzt. Ich kämpfe mich einfach mal hier oben rum, statt unten. Ist bestimmt sicherer. Auch wenn ich dann die Erfahrung nicht bekomme. Egal. Nicht sterben. Ist Grundvoraussetzung dafür, die Waffen hochzuleveln, glaube ich. Mach du. Sehr schön. Und. Verdammt. Gerade nicht geklappt. Hä? Achso, die kleinen Viecher natürlich. Stimmt. Ich habe meinen eigenen Boden kaputt unter den Füßen. Nein. Nein! Heilung! Heilung!
Okay. Noch einen, nein. Ah, egal. Egal. Ich habe das Gefühl, die Maschinenpistole braucht relativ viel Erfahrung zum Leveln. Wahrscheinlich macht es auch weniger Schaden als der Polarstern pro Schuss. Aber insgesamt natürlich durch die hohe Schussrate dann doch einiges mehr. So, das Herz hätte ich gerne. Plus zwei Lebenspunkte. Muss ich eigentlich alle Gegner töten? Ich glaube nicht. Also hätte mir die eigentlich auch gerade mal egal sein können. So, oh, da unten ist kein Sand. Schön. Das heißt, ich kann hier gefahrlos durch. Da oben kann man speichern. Aha. Bloß, wie komme ich da hin? Na, von hier wahrscheinlich. Na, na. Das Gamepad. Genau. Den da wollte ich abschießen. Und am besten auch gleich drauf hüpfen. Wobei. So ist einfacher. Ob ich das richtig sehe? Ja, kann man da einfach durch. Die Steine sind da so brüchig. Ich finde es lustig, dass man hier den Level kaputt schießen kann. Muss man aufpassen, was man tut. Oh, Level 2. Längere Schüsse. Vermutlich auch ein bisschen größere Reichweite. Macht wahrscheinlich mehr Schaden. Die Munition füllt sich, glaube ich, schneller auf. Ja, komm hoch. Ich halte einfach mal drauf. Ich gleich Level 3. Nicht? Nein. Aber Leben. Leben ist gut. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht auf den Sand runterkomme? Nein, nein, nein. Ja, so ist gut. So ist gut. Voll geheilt. Boah, ich kann gerade echt nicht viel reden, weil es ist anstrengend. Na, komm her, Gucci Gucci. Und ja, ich weiß, ich muss nicht alle Gegner töten, aber ich würde gerne so viele wie möglich aus der Welt schaffen. Oh wow, das ist cool, das Maschinengewehr. Ich glaube, der Tausch hat sich gelohnt. Oh ja. Da kann ich nochmal auffüllen. Aber kämen da auch unten durch, sehe ich gerade. Falls man es verbaut hätte, alles abgeschossen hätte. Da ist bestimmt ein Gegner drin. Oh, die Viecher kenne ich doch. Na. So. Oh, die geben gute Erfahrung. Damit kann ich vielleicht die anderen Waffen noch ein bisschen hochleveln. Einmal. Brauche ich nicht. Wer braucht denn? Der Feuerball braucht. Oh, und der Bubbler natürlich. Ich möchte zuerst den Bubbler hochleveln. Wow, bringt das viel. Wow. Oh, ein Bosskampf. Ich sehe, Balrog ist gescheitert in seiner Pflicht. Konnte seine Pflicht nicht erfüllen. Du siehst schon aus wie ein Kämpfer. Aber an diesem Punkt bist du eher eine Nervensäge. Lass es uns beenden. Na, kein Grund für mich selber da reinzukommen. Selber damit zu machen. Was? Ich sollte vielleicht eine stärkere Waffe nehmen. Vielleicht das hier. Wo bin ich sicher? Da, oh, fast. Was? Kann ich hier abschießen? Ah ja, immerhin. Ich dachte schon. Hä? Wie? Was? Man kann fliegen? Wie geil! Na, okay. Aber nur auf Level 3. Na, leer, verdammt! Das ist mit dem Polarstern nicht passiert. Wow, ich bin gerade so überfordert. Ich kümmere mich mal darum, erstmal die Waffen ein bisschen stärker zu machen. So, ein Feuerball vor allem, um die Gegner so ein bisschen außenrum aufzuräumen. Und ich sehe schon, das macht ja auch Schaden, wenn ich das Vieh einfach so treffe. Von daher ist das ja gar nicht so verkehrt, was ich hier mache. Und drunter durch. Ah, da mein Gegner. Den habe ich. Da. So. Ich hätte schon gerne Level 3 mit Feuerball. Ah, gut. What? Ich will das Zeug einsammeln. Okay, das war gerade Omega. Den habe ich besiegt. Und der Spruch oder der Zauber auf den Sonnenstein wurde dadurch gelöst oder aufgehoben.
Oh wow. Heilung! Yay! Das war nötig. Ich hab gerade. Okay. Füllt sich die Munition nicht nur auf, wenn ich die Waffe in der Hand habe? Ja. Easy. Sehr Erfahrung? Nein. Nur Heilung, die ich nicht brauche. Okay, dann würde ich gerne einmal da hoch. Nochmal. Wobei, Leben, Raketen. Wozu eigentlich? Habe ich doch alles. Okay, der Spruch wurde aufgehoben. Aber wo sind jetzt die roten Blumen? Und wo ist die alte Dame? Ah, das waren die Steine, die ich vorher nicht wegschießen konnte, nehme ich an. Moment, da oben kann ich speichern. Das möchte ich tun. Nach dem Bosskampf ist Speichern, glaube ich, schon eine sinnvolle Sache. Da. Ist hier drin auch Zeug? Nö. Ich muss mir da einen Weg natürlich machen zum Hüpfspringen, weil ich sonst. Was sonst das da passiert, genau. Nein, ich gebe mich jetzt nicht heilen, das habe ich verdient. Selber schuld. Daran bin ich selbst schuld, das muss ich selber ausbaden. So, hier mal eben aufgeräumt und jetzt. Ich dachte, das wären die Steine hier, die dann der Fluch sind. Ah, okay. Alles klar. Alles gut. Ein Gegner. Wie kriege ich den? Ja, eins tiefer kann ich gefahrlos. Dann gehe ich mal noch hier runter. Da werfe ich Feuerbälle entgegen. Ah, das klappt doch. Und dann würde ich hier das gleiche nochmal tun. Vielleicht nicht jetzt, sondern jetzt. Wunderbar. Oh, Feuerball Level 3. Wunderbar. Ich müsste eigentlich den Bubbler leveln, weil ich nicht weiß, was der so tut. Aber den Feuerball mag ich so sehr. Okay, das kriegt der Bubbler. Level 2. Diesmal sind es volle Blasen. Wow. Hier hinten gibt es doch bestimmt. Oh, ja. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel nehme. Die spawnt das Zeug eigentlich, wenn es so aus den Dingern rauskommt. Weil wenn es von Gegnern gedroppt wird, dann verschwindet es ja mit der Zeit. Jankas Haus. Oh ja, Sprechern. Vielen Dank. Hier, ich habe einen Hund mitgebracht. Ja. Danke. Danke für den Hund. Was ist das? Rote Blumen. Hussa. Wuff, wuff, wuff. Na, wie geht's, Jenka? Ah, Ballrock. Dir geht's gut, ich sehe. Und wie geht's meiner halbklugen Tochter? Du meinst Misery? Ja, geht's gut, ziemlich gut. Ein neuer Meister ist erschienen und diesmal gehört die Erde uns. Also, mal wieder wollt ihr beide die Weltherrschaft übernehmen, nehme ich an. Ich bin nicht hier, um dir Ärger zu machen. Ich bin da gekommen, um den Schlüssel zum Lagerhaus mitzunehmen. Was für das Lagerhaus, wo die Blumensamen sind. Nein. Worüber redest du? Oh, schätze ich dumm, hä? Ich sehe, was das ist. Du hast dich entschieden, uns zu betrügen. Das wirst du bereuen. Jetzt habe ich aber Angst. Ballrock, ich habe dich schon dreimal besiegt. Ich habe keine Angst vor dir. Ein neuer Meister. Diese tun nicht gut. Es gibt eigentlich vier andere. Vier weitere Welpen von mir. Und meine Hüfte ist so schwach. Könnte diese alte Dame dich bitten, ihre anderen Welpen für sie zu finden? Nein, das mache ich doch gerne. Was ist das denn? Nichts. Ich helfe doch gerne. Wenn es weiter nichts ist, helfe ich doch gerne. So. Aber wo sind die anderen?
Und wäre es klug, jetzt den dann noch zu besiegen? Ich glaube ja. Hier hin mit dir. Richtig. Ah, Mist. Gerade nicht gereicht. Okay, wo sind die anderen Hunde? Hier lang zum Sandzonen-Lagerhaus. Ich glaube, ich mache hier einen Folgenschnitt. Die Viertelstunde dürfte gut genug sein. Bis zum nächsten Mal.